Ich bin Frank Hannig, ich bin Rechtsanwalt und Strafverteidiger. Ich bin durchaus nachdenklich heute. Ich mache mir immer Gedanken über viele Fragen unseres Umgangs mit Rechtsstaatlichkeit, unseres Umgangs mit der Justiz. Das ist nun mal mein Job als Anwalt, kann ich mir dazu Gedanken machen, die manchen gefallen, manchen auch nicht gefallen. Manche sagen, das ist populistisch. Ich meine, es ist zumindest ehrlich und deswegen, obwohl ich einen sicher anstrengenden Tag hatte, kann ich heute nicht schweigen. Ich kann an diesem Tag nicht schweigen. Wir haben immer wieder gesprochen in den letzten Wochen und Monaten über Angriffe auf die Meinungsfreiheit, über Angriffe auf sozusagen das Wahrheitsempfinden der Leute. Wir haben darüber gesprochen, dass wir getäuscht worden sind, über Inhalte des Migrationspaktes, der angeblich gar nicht verbindlich ist und jetzt doch in Recht umgesetzt wird, logischerweise, wie ja die Juristen wussten. Wir haben immer wieder darüber geredet, wie die Bevölkerung, sag ich mal, dumm gehalten wird, wie sie sozusagen manipuliert wird, wie man versucht, mit kleinen Unwahrheiten oder Weglassungen zu täuschen, wie man Wahrheiten unterdrückt, Wahrheiten verdrängt, wie man Polizistenangriffe duldet, wie man Angriffe Feuerwehrleute duldet, wie man dem Staat sozusagen immer mehr Macht gibt, ohne seinen Organen gleichzeitig Schutz zu geben. Alles das haben wir diskutiert. Wir haben diskutiert über Angriffe auf die Verteidigung im rechtsstaatlichen Verfahren, im Strafverfahren. Wir haben immer wieder diskutiert über die Fragen, wie weit kann man denn als Staat, als staatliche Institution die mühsam und hart erkämpften Grundrechte, die unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung ausmachen, einschränken? Wie viele dieser Angriffe können wir ertragen? Und ich gebe zu, ich bin heute eigentlich wütend gewesen und ich wollte eigentlich so auch durchaus wütend meiner Meinung nochmal Lauf lassen, aber ich habe mich anders entschlossen. Ich bin eigentlich nicht mehr wütend. Ich bin deprimiert. Ich bin deprimiert und sehr nachdenklich, weil ich sehr, sehr große Angst habe, in welche Richtung sich unser Land entwickelt. Die Entscheidung, die die Berliner Verwaltung heute getroffen hat, eine angemeldete, geplante Demonstration in Berlin zu untersagen, ist der schwerste Angriff, den der Rechtsstaat in den letzten Jahren vielleicht sogar, ich will nicht zu große Worte verwenden, aber vielleicht sogar seit Bestehen der Bundesrepublik hinzunehmen hat. Meine Gegner, Feinde, Andersdenkende werden dazu eine andere Meinung haben. Die werden sagen, populistisches Gesülze. Aber ich will erklären, warum ist es nicht. Es ist keinesfalls populistisches Gesülze, sondern es ist ein schwerwiegender Angriff auf unser aller Rechte, egal ob links, rechts, oben oder unten, das spielt überhaupt keine Rolle. Es sind unsere Rechte, unsere Freiheitsrechte, die hier angegriffen werden. Unser Grundgesetz regelt den Grundsatz der Meinungsfreiheit. Ich darf frei meine Meinung haben und darf sie vertreten. Unser Grundgesetz regelt auch den Grundsatz der Versammlungsfreiheit. Man muss sich mal vor Augen führen, warum das so ist. Warum ist denn das so wichtig? Wir vergessen es alle, weil wir es irgendwann in der Schule mal gelernt haben, aber nicht zugehört haben oder es längst vergessen haben. Das ist deswegen so wichtig, weil eine demokratische Kultur kann nur im Austausch verschiedener Meinungen bestehen. Das sind nicht immer angenehme Meinungen. Ich muss auch gegnerhafte oder gegnerische Meinungen akzeptieren. Ich muss mir auch Meinungen anhören, die ich richtig scheiße finde. Mache ich ja auch jeden Tag. Macht ihr mir ja auch. Ihr guckt da auch Gegner zu, die das alles scheiße finden, was ich sage. Das ist doch völlig in Ordnung. Aber das Besondere an unserem System, was uns auszeichnet, was uns unterscheidet von Diktaturen wie dem Dritten Reich oder auch wie der DDR, ist doch, dass wir diese Meinungen sagen können, dass wir sie austauschen können, ohne dafür Repressalien zu befürchten und dass wir diese Meinung auch nach außen tragen dürfen, nämlich in Versammlungen. Und wir haben doch das Problem, dass unsere Meinungsfreiheit ohnehin schon in Gefahr ist. Der Meinungskorridor wird schon immer enger durch verschiedene mediale Probleme, durch Einflussnahme, durch die Politik, durch einzelne Politiker, durch Machtspielchen, beispielsweise der Kanzlerin, die aus Machtgelüsten selber eingreift, Wahlen manipuliert und ähnliches. Alles das haben wir doch schon. Wir zeigen nur mit dem Finger auf China und auch Belarus und Türkei und auch die ganzen Bösen. Ach, wir sind doch kein Deut besser. Wir kämpfen doch, oder unser System kämpft doch genauso um seine Macht und schränkt Freiheitsrechte ein. Das Problem ist nur, es ging in der Vergangenheit immer nur darum, dass man gesagt hat, ja, divide et impere, wie es die Römer gesagt haben, teile und herrsche. Es war immer ganz leicht. Man hat immer gesagt, ja, das sind alles Nazis, das ist alles böse. Die dürfen alle nicht demonstrieren. Aber jetzt geht's ans Eingemachte. Weil die Leute, die in Berlin für Freiheitsrechte demonstrieren, egal ob das was mit Corona zu tun hat oder nicht, das interessiert mich überhaupt gar nicht. Ich bin kein Arzt, ich bin Anwalt. Ja? Keine Ahnung, ich will mich dazu überhaupt nicht positionieren. Aber die Menschen, die diese Freiheitsdemos in Berlin ins Leben gerufen haben, machen das, weil sie das Demonstrationsrecht des Grundgesetzes ausüben. Ob denn ihre Meinung richtig ist oder falsch, geht keinem was an. Sie haben das verdammte Recht, diese Meinung zu sagen, auszutauschen und auf einer Demonstration, auf einer öffentlichen Versammlung nach unserem Grundgesetz kundzutun.
Und dieses Recht hat die Verwaltung durchzusetzen. Das vergessen die Leute, das vergessen wir alle und deswegen erkläre ich es nochmal. Die Verwaltung ist dazu da, die Grundrechte durchzusetzen, nicht sie einzuschränken. Die Verwaltung muss also sagen, aha, hier will jemand demonstrieren und eine Versammlung abhalten. Jetzt muss ich als Verwaltung dafür sorgen, dass das sicher abläuft. Wie bei einem verdammten Fußballspiel. Und wenn das Fußballspiel ein Gefahrenspiel oder ein Gefährderspiel ist, dann muss ich halt 100.000 Polizisten holen. Das ist die Aufgabe der Verwaltung. Ich kann darüber gesellschaftspolitisch diskutieren, wer muss die Kosten tragen und so weiter. Das ist alles nicht das Thema. Aber das Recht, sich zu versammeln, muss die Verwaltung gewähren. Und was macht die Berliner Verwaltung? Entweder aus Dämlichkeit oder aus Despotismus, ich weiß es nicht. Entweder aus politischem Kalkül, dann wäre es eine absolute Katastrophe und die müssten sofort zurücktreten. Das ist völlig unfassbar. Oder einfach, weil sie völlig bekloppt sind, weil sie einfach nicht merken, was sie dem Rechtsstaat antun, untersagen sie diese Veranstaltung, diese Versammlung. Das geht so aber nicht. Die Gerichte haben längst entschieden, dass die vollständige Einschränkung der Versammlungsfreiheit verfassungswidrig ist. Ich muss geeignete Maßnahmen treffen, natürlich wegen mir, ob Corona nun ja oder nein, spielt keine Rolle, aber die Versammlungsbehörde kann und muss Auflagen erteilen. Und sie kann und darf auf keinen Fall sagen, ach, die kenne ich doch, die haben doch das letzte Mal sich schon nicht an die Auflagen gehalten. Was soll denn der Schwachsinn, gerade hier in Berlin? Was hat euch denn in Berlin bisher interessiert, ob Versammlungsanmelder sich früher an Auflagen gehalten haben oder nicht? Ich erinnere an Mai-Demos. Seit wie vielen Jahren gibt es irgendwelche brennenden Häuser und Autos am 30. April oder am 31. April, am Vorabend des 1. Mai? Das ist doch völliger Irrsinn, diese Argumentation zu finden, zu sagen, ach, die haben ja im letzten Mal nicht Masken getragen, das werden die diesmal auch nicht. Das ist verfassungswidrig, es ist rechtsbeugerisch, es ist eine Straftat. Eigentlich muss man die Verwaltungsbehörde, die das angeordnet hat, anzeigen. Und den Senator oder Minister, ich glaube in Berlin heißt es ja Senator, keine Ahnung, ob der überhaupt eine Kompetenz hat, sich vor eine Kamera zu stellen und auch noch zu erklären, dass er das toll findet, die Einschränkung der Grundrechte und sich irgendwas aus dem Kreuz zu leiern, was ihm seine Pressesprecher vorgeschrieben haben, dass das alles gut ist und Interessensabwägung. Nein, das ist doch keine Interessensabwägung des Rechts auf körperliche Unversehrtheit gegen das Versammlungsrecht. So ein Unfug. Die Stadt Berlin, das Land Berlin muss halt sicherstellen, dass eine solche Veranstaltung sicher ablaufen kann. Und wenn die Veranstalter sich nicht dran halten, werden sie im Nachhinein strafrechtlich zur Verantwortung gezogen. Aber von vornherein zu sagen, ich lasse diese politische Demonstration nicht zu und dann sich auch noch als Senator zu erdreisten, weil mir diese Leute nicht gefallen, Rechte, Verschwörungstheoretiker, Corona-Leugner, das ist die eigentliche Dreistigkeit. Das ist der schwerste Angriff, den unser Rechtsstaat bisher jemals erduldet hat. Die Ermächtigung einer Behörde, eines Ministeriums, eines Senators, der Entscheidungen diktiert an seine Verwaltungsbehörde, die bedeuten, ich entscheide mit politischem Auge, ob ich ein grundrechtlich garantiertes Recht gewähre oder nicht. Das ist die eigentliche Katastrophe. Das ist tatsächlich das von mir vielfach beschworene Ende der Rechtsstaatlichkeit. Weil wenn dieses Versammlungsrecht wegfällt, ich kann mich auf Facebook schon nicht mehr austauschen, weil es ein privates Unternehmen ist und meine Gruppen einschränkt. Ja, ich kann es auf Twitter nicht, ich kann manche Meinung auf Twitter nicht mehr verteilen. Kann ich nicht mehr. Ja, es ist schwierig mit Corona gerade, ich kann mich nicht in großen Gruppen irgendwo in Gaststätten treffen oder so. Ist kompliziert. Aber welche Rechte und Möglichkeiten habe ich denn als Folge noch? Das Recht einer Versammlung. Ich kann mich versammeln, meine Meinung austauschen, meine Meinung kundtun. Das ist das entscheidende Grundrecht, was es uns als freiheitlich-demokratischem Volk erlaubt, eine Meinung zu bilden, kontrovers zu diskutieren, mit anderen zusammen eine gemeinsame demokratische Entscheidung, einen Konsens zu treffen und diesen Konsens in einer Versammlung nach außen zu schreien. Es geht nicht um Inhalte, absolut nicht. Es geht darum, dass dieses Recht auf Versammlungsfreiheit auf keinen Fall eingeschränkt wird. Das ist der Einstieg in die Diktatur. Und wenn ihr in Berlin das nicht begriffen habt, seid ihr zu blöd, dann gehört er weg. Und wenn ihr es begriffen habt und es absichtlich gemacht habt, dann müsst ihr erst recht weg. Das ist jetzt der Moment, wo jeder, Linke, Rechte, Schwule, Lesben, Dunkelhäutige, Hellhäutige, Zugewanderte, Nicht-Zugewanderte, wach werden müssen und sagen müssen, nein, 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 nein. Wir wollen hier keine Verhältnisse wie in Libyen oder im Iran oder in Belarus. Wir wollen hier demokratische Verhältnisse, die uns erlauben, unsere Grundsätze, unsere Grundrechte, die in diesem Land seit 70 Jahren gelten. Diese Grundrechte wollen wir ausüben. Das ist die Freiheit, wegen der Menschen von überall aus der Welt hierher kommen. Weil wir in Deutschland das bisher konnten. Lassen wir es uns wegnehmen, sind wir selber schuld. Und aus diesem Grund mein Appell, meine Bitte an die Veranstalter, lasst euch nicht einschüchtern, sucht euch die besten Juristen, die ihr könnt, sammelt Spenden, ich bin da auch gerne dabei. Und nochmal, mir geht es nicht um den Zweck. Mir ist es völlig wurscht, wofür ihr demonstriert. Aber ihr dürft demonstrieren. Erkämpft euch dieses Recht und lasst euch nicht kleinkriegen.